Hey ho und herzlich willkommen aus der Adrenalinhauptstadt Neuseelands, nämlich Queenstown. Absolut bekannt für seine unfassbar vielen Adrenalinangebote, die man hier sozusagen bewältigen kann. Unter anderem Parasailing, was gerade hier hinter mir stattfindet, Jetski, Jetboats, eine Mischung aus U-Boot, Schiff und Fahrzeug, mit dem man da irgendwie über den See und durchs ganze Land irgendwie rast. Richtig, richtig coole Sachen kann man hier machen. Mario Kart in Real Life spielen, kurz gesagt mit so kleinen Kart-ähnlichen Autos den Berg runterdonnern. Das werde ich übrigens auch noch machen, aber morgen werde ich erstmal was richtig Cooles machen, nämlich einer der höchsten Bungee-Sprünge der Welt. Über 130 Meter geht es da von der Brücke runter. Und weil das noch nicht genug ist, dann auch noch die größte Schaukel der Welt beschaukeln. Ein 300 Meter Schaukelbogen ist das Ganze mit einem 70 Meter freien Fall. Das Ganze mache ich mit einer Bekannten zusammen, denn wenn man zu zweit das Ganze macht, ist man logischerweise schwerer und schaukelt viel schneller, viel weiter und auch vielleicht ein bisschen höher. Und deswegen hoffen wir mal, dass das Ganze ein richtiges Abenteuer wird. Morgen! Alles, was ihr bisher im Video gesehen habt, war mein gestriger Tag. Ich habe euch also mal ein bisschen durch die Stadt von Queenstown durchgeführt, was hier eine richtig schöne Stadt ist. Und eigentlich wollte ich das Video gestern schon beenden. Dummerweise ist heute Nacht was verdammt Verrücktes und Krasses passiert. Nämlich gab es in ganz Neuseeland Erdbeben, ein richtig starkes Erdbeben und relativ viele Nachbeben. Die ganze Nacht über hat regelrecht die ganze Insel geschwankt. Es gab eine Tsunami-Warnung. Kurz gesagt, es war verdammt verrückt. Ich bin zum Glück gerade in der Gegend, weil das Ganze nur ziemlich schwach war. Ich habe es nachts um 4 Uhr, habe ich dann was gemerkt. Eines von den Nachbeben, aber das eigentliche Hauptbeben hat man hier in Queenstown kaum gespürt. Trotzdem liegen bei uns im Hostel überall Tsunami-Warnungen aus und irgendwelche Schutzräume, die man da aufsuchen kann, weil trotzdem immer noch irgendwelche Nachbeben kommen können, was also ziemlich verrückt ist. Ich habe Bekannte in Wellington, die mussten das Hostel verlassen, mussten dann hoch auf Berge, weil eben sie nicht sicher waren, wie hoch die Tsunami-Welle ist. Mittlerweile ist, glaube ich, bekannt geworden, dass zwei Personen während dem Erdbeben gestorben sind, weil das Haus von denen zusammengestürzt ist. Zudem gab es ziemlich viele Erdrutsche, es gab ziemlich viele Glasplatten, die kaputt gegangen sind. Ich habe Videos gesehen von ganzen Häusern, die zerstört sind, von unfassbar vielen Möbeln, die rumfliegen regelrecht. Also es muss richtig verrückt gewesen sein. Und generell war das Ganze einfach nur eine verdammt krasse Erfahrung, weil an sowas denkt man eigentlich überhaupt nicht. Ich habe hier schon ein paar Mal irgendwelche Tsunami-Warnplätze gesehen, was man tun soll, wenn es ein Tsunami gibt oder wenn es ein Erdbeben gibt. Aber irgendwie glaubt man gar nicht so wirklich dran, wenn man sich denkt, man ist nur 6 Wochen hier, was soll da schon passieren? Und plötzlich wacht man mitten in der Nacht auf, weil das halbe Zimmer wackelt. Und man irgendwie nur merkt, dass die Flaschen umfallen und im Zimmer es dann doch irgendwie ganz schön anfängt zu wackeln. Also kurz gesagt, ganz schön verrückt. Ich gehe jetzt gleich erstmal nur was frühstücken, bände hier aber das Video und hoffe jetzt einfach mal, dass die Erde soweit still steht. Für mich wird es heute aber dann doch nicht mehr ganz so still bleiben, denn für mich geht es in 3 Stunden auf zum Bungee Jump. Und das wird verrückt. Ich werde mich von der Brücke stürzen, 134 Meter hoch und werde nur meine Füße an ein verdammtes Gummiseil ketten. Werde dann zugleich noch die größte Schaukel machen, bei der man 70 Meter in die Tiefe stürzt, erstmal im freien Fall und dann einen 300 Meter Bogen schaukelt. Das wird verdammt verrückt, ich freue mich aber riesig drauf. Ich bin mal gespannt, wie es klappt. Ich hoffe, dass ich es filmen kann, beziehungsweise dass ich da irgendwie ein Video dazu bekomme.
Das wird, denke ich, mal ganz lustig. Und ich melde mich dann jetzt irgendwann demnächst nochmal nach dem Bungee-Jump, würde ich mal sagen. Und dann würde ich mal sagen, was ist jetzt vom Erdbebenland hier in Neuseeland. Ich hoffe mal, dass alles still bleibt. Und dann bis morgen. Live your life and see you tomorrow.